Applaus! Willkommen zu einem neuen Video. Und da momentan auf TikTok meine komplette For You-Page voll ist mit Zelda Tears of the Kingdom Content und extrem interessanten Lifehacks, dachte ich mir, prüfen wir diese doch einfach einmal. Ihr kennt ja sicherlich noch meine alten Videos wie Animal Crossing und Sims, in denen ich auch TikTok Lifehacks geprüft habe. Und das war in Zelda ganz schön aufwendig. Deswegen würde ich mich hier über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Kennst auch du weitere Lifehacks, von denen wir noch nichts wissen? Dann schreib mir diese doch sehr gern in die Kommentare. Und los geht's! Okay, bevor ihr euch wundert und fragt, was mache ich hier unten, ein ganz heißer Tipp. Und zwar gibt es hier unten im Untergrund eine verlassene Zentralmine. Also ich bin quasi hier dieses Loch runter über den Komolo-See und dann von ihr aus hier nach unten und dann bekommt ihr eine mega, mega, mega krasse Funktion und zwar Automatik. Das Geile ist, ich habe jetzt das gebaut und das ist in meinem Verlauf drin. Das heißt, alles, was ihr jetzt baut, ist dort quasi abgespeichert und ihr müsst es nicht nochmal bauen. Das heißt, ihr müsst dann einfach nur draufdrücken und schon könnt ihr es bauen. Dafür braucht ihr dann nur so ein paar Sonau-Steine und dann ist es da. Geil, oder? Lifehack Nummer 1. Laut Kein Part 2 soll es möglich sein, dass Octoroks, die ihr rund um den Berg der Geronen findet, euch Waffen reparieren oder diese sogar verbessern. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Und ihr glaubt gar nicht, wie lange es gedauert hat, die zu finden. Verdammte Schar. Ah, da ist doch einer. Okay, das heißt, er darf jetzt eine Waffe einsaugen. Okay, dann saug mal. Okay, und let's go. Komm, gib's mir. Oh, süß. Schmeckt die richtig. Oh. Oh, nein, ihr dummen... Ah, da ist einer. So, wie schalte ich meine dummen Freunde aus? Okay, dann würde ich ihm nochmal genau die geben. Los, saug es ein. So, ist nochmal genau die gleiche. Und die ist nochmal besser geworden. Geil. Dann schmeiße ich ihn die nochmal hin. Oh, dann bringe ich ihn jetzt um. So, Lifehack bekommt das Knütesiegel. Lifehack Nummer 2. Wenn ihr euch mal einsam und alleine fühlt, dann könnt ihr das gleiche machen wie dieser TikTok-User. Ihr geht also ab in den Untergrund, sucht euch eine Statue und dippt einfach mal ganz tief rein. Ist nicht euer Ernst, oder? So, da haben wir doch den lieben Kandidaten. Für alle, die in Zelda ab und zu mal ein warmes, wohliges Gefühl haben wollen und einfach mal sich neu, wie neugeboren fühlen wollen. Hola. Lifehack Nummer 3. Euch sind ja sicherlich auch schon diese seltsamen Glaskuppeln aufgefallen mit Kugeln drin. Laut diesem TikTok soll es also möglich sein, wenn ihr eine Batterie und eine Zelle in die Hand nehmt, dass ihr eine Kugel zurückbekommt. Klingt ja logisch. Allerdings nimmt sie hier 5 dieser ganzen Kugeln in die Hand und auf einmal kommen 10 raus. Nur ein dummer Zufall oder funktioniert das wirklich? Wir werden es testen. Also wir machen jetzt erstmal eine, um zu testen, ob da wirklich nur 1 rauskommt. Und wehe, es kommt jetzt bei 5 nur 1 raus, das ist so ein Zufallsding und sie hat so geschnitten, dass es so aussieht. So, wir haben 1. Was ist das? Ein Stehaufmännchen. Sehr schön, das wollte ich schon immer mal haben. So, gib mir alles. Wow, das stimmt ja. Holy Schar. Was passiert, wenn ich eine große reinpacke? Das interessiert mich jetzt auch mal. Gib mir bitte was ganz Besonderes jetzt. Oh, wow, da kommt ja richtig viel raus. Wenn ich jetzt alle 5 reinstecke, dann müsste ja richtig viel rauskommen. Jetzt speichere ich aber, bevor das nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ob ich die Großen so opfern soll. Aber komm, wir machen mal 2 in die Hand und gucken, ob doppelt so viel rauskommt. Wuff. Lifehack Nummer 4. Diese mehr als außergewöhnliche Konstruktion möchte ich doch gerne einmal nachbauen, denn scheinbar hilft sie zur Abwehr von Gegnern und man kann sich damit scheinbar auch einen tollen Fisch braten.
So, das muss hier drauf. So, hier. Applaus! Okay, dann brauche ich ein Rad. So eins. So, auf den Boden legen. Okay. So, wo ist es jetzt? Dann muss ich noch ein Rad holen. Ja? Okay, sieht doch schon mal gut aus. Okay, now we got it. So, und das auch bitte hier. Ja. Jetzt habe ich es aber falsch rum gemacht. So, und dann kann ich jetzt noch mal das nehmen. Und dann muss ich das hier komplett lösen. Okay, ich probiere es jetzt. Das ist genauso, wie ich es wollte. Lifehack Nummer 5. Wenn ihr genauso wie ich ungeduldig seid, wenn es um das Fangen von Pferden geht, dann macht euch doch einfach diese dumme Falle. Dazu braucht ihr lediglich 4 Baumstämme und dieses müsst ihr dann über das Pferd stülpen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich habe keine Axt, Mann. Oh. Nice. Okay. So. Okay, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wo sind denn unsere Horses? Oh, schaut es euch an. Es kommt nicht raus. Okay, cool. Lifehack approved. Funktioniert. Oh, das Army. Ein weiteres TikTok, welches ich gesehen habe, aber leider nicht mehr finde, vielleicht wisst ihr da mehr, schreibt es mir gerne in die Kommentare, war, dass jemand es geschafft hat mit der Fähigkeit, durch die man durch Böden schlüpfen kann, in einem Gegner gespawnt ist. Also er hing da quasi drin. Deswegen frage ich mich, ob das Ganze auch mit meinem Pferd möglich ist. Let's try this! Zuerst einmal müssen wir unser Pferd richtig positionieren. Genau so. Dann gehe ich runter in die Höhle und schaue, dass ich mich direkt positioniere unter dem Pferd und... Okay, ich glaube, wir sehen hier das Problem. Ich kann nicht da rein spawnen, wo das Pferd ist. Das gleiche ist übrigens mittlerweile mit den Gegnern auch so. In dem TikTok ging das. Ich glaube, das haben sie höchstwahrscheinlich rausgepitcht. Ich habe keine Ahnung, aber es ist nicht möglich. Und das hier ist eine unfassbar ungünstige Position. Lifehack Nummer 7. Laut This is Hübi gibt es eine Menge an Schildcraftings. Da ich das Schildcrafting mit der Rakete am spannendsten finde, möchte ich das doch direkt einmal ausprobieren. Es gibt noch extrem viele coole Möglichkeiten, wie wir Sachen craften können. Und das machen wir jetzt mal. Und zwar kann ich nämlich hier... Und dann kann ich damit rüberfliegen. Wie geht das nochmal? Oh, genau so. Oh mein Gott, nice. Du, ey... Lifehack Nummer 8. Euch sind ja sicherlich auch schon diese nervigen roten Hände begegnet. Und ich glaube, ihr habt euch wie mir die Frage gestellt, wie kann man diese denn besiegen? Laut diesem TikTok-User müsst ihr einfach nur die Leuchtfrucht nehmen und sie einmal in die Augen der Monster schießen und anschließend mit den Bomben nachhelfen. Das macht ihr dann ganze 3-4 Mal und schon ist die Hand besiegt. Na, dann machen wir uns doch einmal selber auf die Suche. Und ihr glaubt doch nicht, wie lange das wieder gedauert hat. Bei mir unten kann man sich halt gar nicht wehren. Ui, 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 let's go. Okay, wir brauchen was? Brauchen wir das hier, ne? Oh, oh, die sind ja gar nicht gestunt. Warum passiert hier nichts?
Okay, es funktioniert, es funktioniert, es reicht mir schon. Lifehack Nummer 9. Heute gibt's einen TikTok-Lifehack, der mir selbst bereits aufgefallen ist, denn ich koche in Zelda sehr viel. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, aber links summt Melodien, die ihr in den alten Parts auf der Ocarina spielen könnt. Das ist eigentlich ziemlich cute. Bin mal leise, wenn der Link kocht, was er für Melodien summt. Habt ihr es gehört? Das ist richtig süß und da gibt's einen, da macht er dann dü-dü-dü, voll das süße Easter Egg. Wollte ich euch nur so nebenbei zeigen. Nein, Lifehack. Es ist ein Lifehack. Lifehack Nummer 10. Fish and Chips soll mit dieser Baukonstruktion künftig kein Problem mehr sein. Das möchte ich doch direkt einmal selber testen. Was hat der vorne drin, dass es passiert? Feuer oder ein Laser? Habe ich sowas überhaupt? Elektro. Ach so, wie... Achso, du kannst auf der Karte schauen, welche Sachen aus welchen Automaten kommen. Ah, geilo. Oh, krass, okay. Wenn ihr diese Kugeln findet und die noch nicht benutzt habt, die Kapselspender, sind jetzt hier keine Sachen drin. Ab dem Moment, wo ihr es aber einwerft, seht ihr dann auch, was da rauskommt. Sehen wir jetzt also hier, dass wir Blitzwerfer, Scheinwerfer, Lenk, Element und Automatik, Transporter und alles haben. Geil, ganz viel. Ja, nice, nice, ja. Scheinwerfer, Mann. Ja. Ein Automatiker, Transporter, du. Let's go. Oh, oh. Oh mein Gott, es funktioniert. Es funktioniert. Oh mein Gott, nice. Wie lange bleiben die an der Oberfläche? Rein in die Olga! Lifehack Nummer 11. Laut diesem TikTok-Lifehack ist es für euch möglich, mit Leichtigkeit jeden See zu überqueren. Ihr schießt also lediglich mit Eis auf Wasser und könnt anschließend mit der Synthese die Eisscholle mit eurer Waffe kombinieren. Das muss ich doch direkt einmal selber testen. Okay, also, ihr seid hier in Not und denkt euch so, Kacke, ich habe kein Leben, was soll ich machen? Dann macht ihr hier einfach eine Eisscholle. Dann geht ihr hier drauf. Macht es hier drauf auf euer Schwert und dann könnt ihr hier einfach euch das Zeug hier hin schießen. Ist doch geil, oder? Das ist auf jeden Fall auch TÜV-genügt. Lifehack Nummer 12. Jeder von uns hat ein Pferd im Stall, das er nicht mehr braucht. Deswegen versuchen wir heute diesen TikTok-Lifehack nachzumachen und versuchen auch unser Pferd auf den Mond zu schießen. What? Wir nehmen mal Uwu. Uwu war in letzter Zeit nicht so hilfreich, muss ich ehrlich gestehen. Bisschen schwierig. Deswegen müssen wir mal mit Uwu ein bisschen sprechen. Wir waren nie irgendwie so dicke miteinander. Und ich glaube, das weißt du auch. Das hast du auch gemerkt. Ist auch okay. Trotz den vielen Tätscheln warst du nie irgendwie dicke mit mir. Und das hat mich echt genervt. Weißt du, Uwu, seit ich klein bin, wollte ich schon immer einen Pegasus haben, weißt du? Uwu, es war mir eine Ehre mit dir. Verdammt, Uwu! So schlimm ist es gar nicht. Uwu. Uwu, flieg! Flieg, Uwu! Warum fliegt Uwu nicht? Uwu, flieg! Scheiße. Ach Mann, Uwu, du Spielverderber. Uwu, weißt du, viele Wege führen nach Rom. Ja, Leute, das waren mal Zelda-Lifehacks. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall viele Daumen nach oben da und ein Abo. Das Video hat ewig gedauert. 3 Stunden jetzt. Die Community ist auch gerade die ganze Zeit hier, denkt sich so, wann wird sie endlich erwachsen? Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten gestörten Videos, wenn Gnu wieder Pferde zu Pegasus machen will.